Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück im Burgenlandkreis mit den Spackeballen und Rutschewagen. Manchmal macht das Stapeln echt keinen Spaß mehr in letzter Zeit. Das war doch sonst nicht so schlimm. Aber irgendwie habe ich auch nur Rutschewagen immer, ne? Immer die, die schön sind, die rutschen. Uncool. Uncool. So kriegen wir nur noch welche drüpp. Ah ne, die müssen ja auch da hin. Schikram. Wir müssen eigentlich schwaden, das Gras und walzen, aber wir müssen noch Stroh fahren. So, und dann habe ich mir gedacht, damit das schon mal wieder hier so ein bisschen erledigt ist, lade ich eben fix die Ballen ab. Ja, fix ist auch immer so eine Sache, ne? Wenn die immer schön in der Pike festkleben und der Wagen hier hinrutscht und da hinrutscht, dann geht das immer richtig schicki, fahren die schnell. Ist ja auch kein Problem für uns, ne? Also, manchmal. Kennt ihr den? Du kommst mit. Zweite Wagenladen, Upload und Check, ne? Einsägen. Haben wir auch mal erledigt, ne? So ein bisschen Stroh haben wir jetzt auf dem Boden. Dann können wir überlegen, ob wir mal eine Rutsche verkaufen oder nicht. Bin mir, nee, das finde ich. Wollen wir bei die Sache sagen. Ihr müsst da hier jetzt hin. Können wir uns überlegen, ne? So. Wie laufen? Stimme ihm den Wagen. Ach genau, im Stehen bleiben wir. Können wir da noch so ein bisschen vor sich hinrutschen, ne? Braucht den Schlepper nämlich zum Schwaden. Weil mit größeren Schlepper, ich kann ja schlecht mit einem 6E Schwaden fahren. Ja, gegen tut er da aber. So schickifani ist das nicht. Aber wir brauchen uns gar keinen Stress machen. Viecher wird es wahrscheinlich eh diese Saison noch nicht geben, weil wir gar nicht dazu kommen, heute zu machen. Wir können grün lernen. Ja, wir haben grün lernen, aber ist alles noch nicht heubereit oder hier und da und deswegen. Machen wir uns keinen Stress. Chillen wir dann eine Runde Chili Vanilli vor sich hin. So, gucken wir mal, ob wir da überhaupt dran kommen. Wo wir dran wollen. Ja. Ohne Problems. Und die dicke Schwaderbude dahinter, ne? So, Abflug. Hey, wir wissen bisschen was dort schaffen, ne? Und nur nichts fertig. So ein Bild wäre ja nicht schlecht, ne? Wenn ich den richtigen Knopf treffe. So ein Bild hat immer Vorteile, ne? Guck mal, da siehst du auch nicht, was wir machen wollen. Druck! Heiliges Blick, ist nicht mein Tag. Wenn du ins Spiel kommst und freust dich eigentlich aufs Spiel und direkt die Ballen wieder, nur dann machen wir es nicht so. Finde ich in letzter Zeit manchmal echt den Spaß. Ganz ehrlich. Weil das nervig ist. Jetzt aber eben fix hier die Wiese abgeschwadet, ne? Und wenigstens ist das ein bisschen klappt. Fix ist so eine Sache. Die Wiese hat es ja auch ein bisschen in sich, ne? Von wegen die Verschwadung und so. Ist nicht so einfach. Oh, Autosave. Danke! Passt aber, ne? Ja. Da kriegen wir auch keine Ballen runter. Und nix ist zum Enden da und Gras.
Dann gibt es Blänge. Also. Das wird noch kriminös. Dann sag ich ja. Oh mein Gott. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Hier, der Nachbar, der sollte seinen Holzhaufen wegräumen, hat er immer noch nicht gemacht, ne? So gar nicht bonnig knapp hier, du. Was ist denn so? Ich hoffe, jetzt gar nicht mehr drinnen, ne? Ja. Shit, Kram, da. Aber das... Egal. Ich muss mich erstmal wieder akklimatisieren nach dem Ballenstapelkrim. Ich glaube, das liegt an der Zange. Ja, die macht hier nur Spackelinski da. Ich glaube, die werden wir verklappern und holen uns eine Sonnenpike. Alles andere macht im Moment keinen Sinn. Kommt er da rum? Ja. Jetzt schauen wir gleich zurück. Dann läuft der Laden. Dann haben wir das wenigstens abgeschlossen. Dann müssen wir Walzen und Stroh fahren. Aber ich glaube, das nächste Fuder Stroh verkaufen wir erstmal. Oder laden noch eins und den Rest verkaufen. Und dann mieten wir uns eben so ein Autoloader oder was. Weiß ich auch noch nicht so genau. Jetzt werden wir ja gar nicht her darüber. 79 Ballen muss auch erstmal fahren. Sagen wir, wie es ist. Ist nicht mal eben immer. Die sind nicht mal so eben spazieren gefahren. Wird wie eine Spitzerei jetzt. Ihn zurückschworen. Oh, passt. Glück gehabt. Ich glaube, ich rede zu leise. Kann das sein? Ich sag gar nicht. Mir fällt das nicht so auf, wenn ich rede. So mir so ein Schweinehof hier oder so ein Obstgarten, ne? Sagen wir, wie es ist. Das ist mir so ein Obstgarten. Wir sehen die Kurve jetzt da hinfahren können. Wir brauchen hier nichts. Das wird zurückschworen, ne? Also geht's weg. Heiliges Blöd, ne? Hier der kleine Hyundai, der gefällt mir eigentlich echt gut, ne? So vom Sound her und so. Echt cooles Moped, muss man sagen, wie es ist. An? Ja. Echt? Das fällt mir richtig gut. So, wie mob wieder hier? Wie sehr wir so. Da brauchen wir eine Kante, dann mal wieder. Mal eben runter die Bude.
Bitte denken Sie jetzt nicht nach, wenn Sie schwaden. Ja, kein Problem. Hatte ich eh nicht vor. Vorwärts gehen wir die Svenja. Vorwärts gegangen. Guck, Doppel-Lesen, die machen sich dann schön der, ne? Guck noch, ob das alles auch richtig ist, von der Mähung und so. Weißt du, 7 cm Schnitthöhe. Aber ich meine, die haben wir eingehalten. Also von daher kann nichts mehr schief gehen. Ist zu dick. Wobei habe ich gar keinen Bauch, Mann. Oh, guck mal, der Bord, der sitzt auch nicht. Nee, der Tag kann nicht gut werden. Doch, der Tag wird bestimmt gut, ne? Na, hier ist noch ein Scamp angesagt. Mit den Männern. Alles wieder von vorne. Ich bin so weit vom imprägniert, du. Ich hatte so eine schöne Schrotze, ne? Alles weg. Ja, fast alles weg. Das ist ruckelig hier, oder? Bin ich mir da ein? Heute hat das echt nicht gute Rechner. Gibt Tage, ey, du machst den Rechner an, ey, tippitoppi, dann gibt's Tage, ich weiß ich auch nicht. Spackelinski wie vom Herrn, ey. Aber es gibt doch, glaube ich, wieder Windows-Update, ne? Kann sein, der bestimmt Windows-Update zieht. Marion hatte gestern schon Windows-Update. Wenn Marion Windows-Update irgendwann hat, dann dauert er bei mir auch nicht länger. Und dann zieht er dann mal eben so nebenher, weißt du, dann kriegst du halt gar nicht mit. Wunderst dich nur, warum läuft dies nicht, warum läuft das nicht? Ja, Windows-Update, ne? Grafikkarten-Update kannst du ja auch jeden Tag machen, auf Deutsch gesagt. Ist ein Update jagt hier der nächste. Ist das bei euch auch so? Das ist ja schlimm. Ein Update jagt das nächste. Müssen wir da auch nochmal schwaben? Nee, ne? Die war fertig, oder? Oh, hier ist fertig. Das wird dann gepresst hier, ey. Da einen kleinen Fitzel noch zusammensuchen, dann haben wir es geschafft. Das war ja wohl mal nicht so einfach, oder? Und da fetten Respekt für die kleine Wiese, ey. Das macht auch irgendwie Spaß. Weil es nicht so einfach geht, wie man sich das vorstellt, ne? Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist cool gemerkt. Was ist hier denn, ne? Ein Rutschiwagen vorbei. Ja, guck, wir streuen da schon wieder auf den Hof rum. Kann's auch nicht sein. Ich lese auch immer under the way. Weißt du, wir müssen noch nach einer Wiese gucken. Wir müssen wenigstens eine Heu haben. Und die sind alle hier so riesig, die Wiesen, ne? Gut, dass wir wenigstens schon mal eine gesät haben, aber irgendwie. Oder wir kaufen ein paar Ballen dazu mit Heu. Und hoffen, dass wir dann nochmal einen Schnitt vernünftigen kriegen. Und wieso müssen wir das wohl machen, ne? Man, das wird es wahrscheinlich gar nicht laufen. Uwe! Hast du drinnen gleich Staub gewischt und durchgefegt? Ja, der Mäuschen gefunden, wä? Hast du gesehen, Uwe hat ein Mäuschen gefunden? Guter Hund. Kuppkalle war auch in Stall, ne? Guck, wie das da drinnen aussieht, von wegen Tierhaltung und so. Weil der muss ja auch die Milch verkaufen. Dann geht er immer durch den Stall, der Kalle. Der Kalle gehört zum Let's Play dazu, ne? Genau wie der Uwe. Das hat sich hier so eingebürgert. So Rutschiwagen, ne? Weiß ich auch nicht.
oder andere Reifen draufziehen, ob das dann besser wird. Ich habe keinen Plan, ey. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. So, die räumen wir eben weg. Wie viel haben wir denn hier? Oh, ein paar Ballen haben wir schon, aber hier muss auch noch Heu auf dem Boden, ne? Schwierig. Ich wollte es nicht mehr sagen. Ich tue es immer wieder. Ich wollte die alte Zange hier verkaufen, habe ich gesagt, ne? Wo ich die eigentlich zum Füttern von Silage haben wollte. Und Mistladen, ne? Ja, komm. Wir versuchen es nochmal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Oder? Mir sicher. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ich bin ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen von diesen ganzen Grande der Malheur, was hier immer so alle passiert, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es kann's nicht sein, ey. Ich kriege sowas von Affen. Tschüss.